Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warlords of Draenor, die zweite Folge hier in den Schwarzfelstiefen, ist das richtig? Ja, nee. Die obere Schwarzfelsspitze ist es. Obere Schwarzfelsspitze, okay. Ich muss den mal kurz reparieren, weil mein Inventar hier gerade ein bisschen, also weil mein Equip gerade ein bisschen im Eimer ist. Okay. Oh, ja. Hier steht ein Jeeves, da könnte man kurz reparieren. Ach, da. Dankeschön. Kann man auch verkaufen, ne? Ja, 50. Ja. 86 Gold bei mir, also beschwer dich nicht. Ich hab 37. Ach ja, also vielleicht liegt's auch an mir. Ja, dass ich einfach zu schlecht heile. Quatsch, da war so viel jetzt. Da konntest du nichts machen. Warte, du bekommst noch einen Seelenstein, Andriani. Oh ja, gib mal her. Der geht mittlerweile nämlich wieder. Yay! So, okay. Du pullst die hier runter, warte. Ja. Du hast ein Schild, jetzt darfst du pullen und dann bitte hier runter. Weil ich bleib hier unten stehen. So, nice. Das ist doch mal clever. Meint man ja fast, wir hätten das gelernt. Ja. Hoffentlich stoßen die jetzt nicht. Naja, so tief ist genau es nicht. Das. Tödlich wird's nicht. Nicht tödlich, zumindest nicht für mich. Nur scheiße, wenn der Heiler runterfällt. Vielleicht. Eben. Wäre nicht gut. Das wäre relativ kacke. So, das gleiche Spiel nochmal? Ja. Mach noch mal. Mach mal so einen. Mach noch so einen! Gut. Die Gruppe ist sehr ruhig. Das. Gut, der eine ist vorne abgehauen, oh mein Gott. Das ja, es ist mir gerade auch ganz recht, weil ich. Ja. Ja. Er ist doch gar nicht schlimm. Ich finde, du machst das gut. Ganz ehrlich, sowas früher immer, von daher. Das ja, ist genau. Ja, Leute, ich muss halt lernen. Die Leute sind zu verwirrt, was Innis angeht. Wow, wer flog denn da? Der Pala. Die sind einfach zu verwirrt, die Leute. Schon. Warum stirbt der Pala mir hier gerade weg? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ihn tut. Nach oben oder nochmal zurück? Ich muss gerade mal hier die Lage sondieren. Okay, ich muss in die Richtung. Die Gruppe können wir, glaube ich, stehen lassen. Ich hole mal die nächste Bitte Gruppe. Bitte lass nicht stehen. Nee, lass. Ich würde sagen, geh. Okay, gut. Kommst du wieder runter? Ja. Gut. Nice. Diese Fähigkeit ist noch nicht da. Nur einer? Kommt da noch welche? Da kommen welche. Gut. Nein! Da ist einer sehr weit weggeflogen. Ich. Okay. Okay, Schild ist raus. Dann stelle ich mich mal so hin. Dass ich nicht wegfliegen kann. Aber du hast es überlebt, ne? Ja, überlebt schon. Sollte man auch einen angreifen, das wäre gut. So. Ja, aber wie gesagt, trotz Vibe hat die Gruppe sich ruhig verhalten, bis auf den einen. Ja, ruhig hat er sich auch verhalten. Ja, stimmt. Das ist mir dann auch lieber, als wenn er dann rumfläht. Hey Mann, wir sind so scheiße, Alter. Gut, wir sind scheiße, also von daher. Quatsch, Quatsch. Quatsch. So. So schlecht sind wir nicht. Hier, links. Wieder runter, oder? Ja, runter. Da kommt nämlich hier eine Patt angelatscht, zeitweise. Da war Caster dabei, ne? Also hinter die... Genau. Ah, du kannst die halt Wand, ja. Da haut mich was. Nicht mehr. Ja. Jetzt, ich hab von irgendwas von der Schwarz jetzt nicht mehr. So. Oh, ich hasse es. Ich hab auch mein CD aufs Magie-Heile-Machen. Magie-Heile-Machen? Ja, Magie-Heile-Machen. Was gegen die Ausdrucksweise? Ob ich was dagegen habe? Ja. Ja, nix natürlich. Du warst dagegen, Alter. So. Ja. Da kommt eine Putt. Eine Ein-Mann-Putt. Mein, ach, Tank ist schon. Hallo, ja. Tank. Der Tank immer, Mensch. Hä? Was tut der da? Der Random-Akku oder was? Nee. Nee, der war irgendwie aus meinem Target verschwunden. Seltsam. Mensch, gibt's denn sowas? So, jetzt schnappen wir uns mal den fetten Kerl.
Okay. Ah, der war eben, der uns das Genick gebrochen hat. Genau, ich fahre. Du hast ein Schild. Gehst du wieder bis nach unten, oder? Nee, ich bleib hier. Gut. Gut. Alles klärchen. So. Mensch, Leute. Ja, du, das passiert mal, ne? Ja. Dafür läuft jetzt eigentlich relativ viel Schuss. Ja, dauert halt, ne? Das ist halt so. Aber ist halt, ja, ist halt so. Dann werden die Dungeon-Folgen, müssen wir halt die ein bisschen seltener machen. Sind ja eh nicht so viele. Also ich befürchte eher, dass sie ab jetzt öfters kommen werden, weil je nachdem, wie viel Nagran noch gibt. Da wird sich viel sein in Nagran. Ja. Eben deshalb, gut, dann werden sie zwischendurch eingestellt. Uah, nicht vieren. Oh, fieses Viech. Hier ist scheiße. Viert er mich hier weg? Ich glaube, es hackt. Hallo? Du bist doch Mensch. Du bist in Richtung andere Gruppe. Ja, das habe ich ja auch gedrückt, aber... Du kannst ja weiter in die Richtung ziehen. Ja, ich glaube... warum kriegt Ice Wolf so verdammt viel Schaden? Der wurde gerade angecharged. So. Gut. Hier hätten wir. Ist da noch eine Gruppe? Ja, da ist noch eine Gruppe. Leck mich am Arsch. So, boom. Leute, Leute, ja, wir sind jetzt ein bisschen konzentriert, deswegen reden wir nicht so viel. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Aber es ist wirklich gar nicht so einfach. Wir erfüllen halt gerade so die Voraussetzungen erst für die Inis. Mhm. Und das ist auch schon krass. Dann noch ein Loop-Tank dabei und das ist... Ja, nicht mehr, nicht hier nicht gewohnt und schon hat man da einiges an Stress. Ja, aber es geht. Aber ich finde schon gut, dass wir relativ schnell eigentlich immer in die Instanz reinkommen. Das, also wir kann man auch besser haben quasi keine Wartezeit. Dafür kann die Instanz dann länger dauern. Ja. Macht ja nichts. Die würde sowieso länger dauern. So, bitte ihn beim zuerst. Nächsten Boss gleich war irgendwas mit verteilt stehen, richtig? Ja. Ach gut, du bist dran. Kuss. Boom. So, weiter geht's. Ja, wieso kann ich jetzt nicht angreifen? Was soll das? Ach so. Du solltest angreifen, sonst. Ja, sonst hast du quasi keine Rüstung und ich hab's nicht schwer. So. Meine Güte! Da hinten rennt auch eine Patron, da muss man auch aufpassen. Mhm. Hinter der Treppe da. Also. Da links, da. Rechts. Was? Hast du? Ja, hab ihn. So. Nice. Langsam habe ich auch den Dreh raus, zumindest ein bisschen besser, ich werde ruhiger. Ah, das ist doch, Mensch, das ist doch was. Ey, das ist meine erste Instanz als Heiler seit... So, kannst du die wieder runterziehen, die Gruppe? Ja, wir müssen hier hin, wir müssen hier rüber. Ist ja nicht der Boss? Ah ja, wir müssen schon hoch. Hinten steht er doch. Ja. Ne, kriegst du es den Sailor? Der Chris ist die letzte, das ist die letzte. Ist aber auch Tarbet. Kommandant Tarbet müsste auch sein. Der ist da oben. Okay. Ich bin mir auch sehr sicher. Also hol bitte schön was runter. Ich seh den ja. Okay, du sollst was runterholen, nicht oben stehen bleiben. Da ist ja nichts, ist klar, ist okay. Und wir müssen doch hinten rum. Ich kenne die Instanz doch, das ist... Nur den Raid zumindest von damals noch. Echt, dass du das noch weißt. Ich bin hier so oft drin gewesen, um Ruf zu farmen damals, das war... Ja. So, weiter geht's. Ich sag so oft so gerade. So. Da. So, besser so als zack. Ne? Ja, in WoW kann man nicht so gut zack sagen, ne? Aber jetzt so. Ach, ich fühle mich bei jedem Chaos-Blitz zack. Zack, zack. Zack.
Hier kannst du was. Ach, nur hier kannst du die Stühle. Euch ist da anscheinend eine Leute, Gruppe, ihr solltet hier runterkommen. Okay. Schnell. Ja. Schnell. Ja. Dieses Versagen, Kriegsfürstenzähler. Der eiserne Marsch wird sich um runterspringen einfach. Ja. Cool. Ja. Wer springt nicht runter? Der Mann. Marsch. Tötet sie, sonst töte ich euch. Nein. Nein. Fängt euch. Wieso, was ist denn los? Yeah. Ich bin kein AOE-Healer. Da müssen wir es halt zusammenstellen gerade. Nee, nicht AOE-Healer in dem Sinne, aber... Gruppenheiler. Genau das. So. Ich bin einfach kein Gruppenheiler. Ja, wird doch schon. Was macht denn meiner da oben? Hä? Oben fliegt einer rum. Ja, finde ich nicht ganz so lustig. Du, der ist tot. Hä? Ach so. Gut, und den mein Dämon da angreift, der macht auch nicht viel. Verblassen ist gerade mein bester Freund. Gute Arbeit, da kommt noch mehr. Aber offenbar sind die Eindringlinge nach wie vor am Leben. Was? Das lasse ich nicht durchgehen. Tötet sie, ihr Narren. Ihr Narren. Hilfe? Tank? Ja, Tank, Ja, es ist... Die ganzen kleinen Viecher, die kann ich irgendwie schwer mitnehmen. Du bist der Einzige mit AOE-Spot. Ja, der hält 10 Sekunden nach, rennt alles wieder rum. Das ist... Wie lange hat der Abnehmzeit? 3 Minuten. Okay, das ist ja scheiße. Alter! Hast du den Seelensteine? Stellt euch zu, wenn ihr Argo habt, stellt euch zu mir, dann krieg ich die, aber sonst... Ich hab deinen Seelenstein erneuert. Zur Not, danke. Falls der jetzt ausgelaufen wäre. Passt schon. Gerade eben noch so. Das war knapp, echt. Ja, das weiß ich auch. Da kommt eine Quelle. Eine Welle. Der scharfe Teil der Axt hingehört? Wie können diese Eindringlinge mit der gleichen Wut wie Gromasch kämpfen? Es reicht mir mit euren Ausflüchten. Ich bereite die Waffe vor und ihr kümmert euch um dieses Gesocks. Sonst zeige ich euch, wie ein richtiger Ort mit Versagern umgeht. Jawohl, Kriegsfürstin. Ich kümmere mich persönlich darum. Oh, da kommt er schon da. Ich habe es satt, euch wie uns dabei zuzusehen, wie ihr meine eiserne Horde blamiert. Oh, fuck, das kann ich doch gar nicht alles entzaubern. Also. Nice. Mensch, das ist doch mal eine Herausforderung hier. Bombi? Ja. Steh nicht auf Herausforderungen. In diesem Augenblick nicht mehr. Immer locker durch die Hose atmen. Ja, locker. Welche Hose? Wo macht meiner der. Ich muss mal schnappen da. Mensch. Atmen. Ganz, ganz locker. Das kommt da wahrscheinlich. Oh, da ist was Großes. Oder nicht? Ach, jetzt holt er ihn ab. Oh. Ich hab Schaden drauf gemacht, Richtung Kopf. Oh, fast schon. Wird aber kein Luftkampf jetzt. Bringen wir es zu Ende! Raus aus Sachen. Ja, raus aus allem. Und halt die Ads, wenn sie kommen, sofort. Wir greifen ja alle den Typ an, ne? Den Fliegenden. Weg von mir. Weg von den Waffen. Ja, die spawnen ja in einem drin. Voll. Also okay. Das kann ich gerade nicht aufnehmen. Das ist Tank. Tank. Ich hab dich ganz schön lieb. Wow. Gut. Und so ein eiserner Hescher angedackelt. Nein. Und wieder einer. Magische Eisenachse auf mir, Deckung. Wäre nett, wenn du das. Oh, da kommt ein Drache. Wäre nett, wenn du diese Äxte nicht zu nah an den Tank ranbringen würdest. Danke, Wombat. Ich kann da gar nichts machen. Die fliegen einfach rum. Ich weiß. Siehste, die spawnen zwar in dir, aber die fliegen dann random durch den Raum.
Da muss man sich halt mal ein bisschen bewegen. Wenigstens kann ich bei meiner Sühne noch laufen. Also ich denke, wenn es nicht schlimmer wird, da kommt eine Axt auf die Axt. Ich weiß, ich habe keinen Ort mehr, wo keine Axt ist. Locker bleiben, der ist gleich tot. Bist du? Ich habe versagt. Was hat der denn für mich? Gold. Gold, toll. Kann ich auf den spucken oder was? Noch zwei Bosse. Ja, ich Zornschwinge. So, was kann denn die Zornschwinge? Schadensklassen vernichtet. Zornschwingen Jungtiere, okay. Das ist ja für mich. Wenn ihr auf der Mitte der Brücke steht, wird es einfacher, dem enthüllenden Feuer zu entgehen. Verteilt euch, um das Risiko, dass Magma-Spucker mehr als einen Spielcharakter trifft, zu verringern. Heiler, wenn ihr auf der Mitte der Brücke... Romy, nicht weiterlaufen, was tust du da? Sorry, Mann, sorry, Alter, ich war auf Vorlesen. Entschuldigung. Ach, sorry. Ja, dann würde ich mal sagen, streng euch an. Ja, ich geh mal hier. Rüber, du stirbst gleich. Ich? Ja, ich hab den... Wo bist du? Ich hab ihn nicht im Target. Keine... Seelenstein nutzen, okay. Und wieder raus. Wo stehst du? Ich stehe auf der Treppe. Ja, Treppe runter. Dort krieg ich dich dauerhaft nicht in Target gerade. Jetzt stehe ich direkt neben dir. Ist super. So. Nö. Er sagt nö, ist nicht. Jetzt. Dann komm in den Raum rein. Dann komm in den Raum rein. Alter, hör auf hin und her zu latschen. Tut mir so leid, Leute. War echt nicht extra. Ich bin tot. Wieder. Ich komme aber direkt, ich bin direkt hinter euch gespawnt, also ich komme wieder. Okay. Ihr müsst nur ein bisschen durchhalten. Ja, kein Ding. Ja. Wir machen das. Ich stehe jetzt auf der mittleren Brücke. Auf dieses, diesem Zwischenteil. Ja, da hat der Wombi mal schön Kacke gebaut. Alles okay. Ja, Mensch, jetzt geht's. Und der Adriani einen neuen Seelenstein. Merci. Alle werden neu gebufft und dann passt das. Mensch. So, darf ich jetzt mal vorlesen? Bewegt mich auch nicht. Also, Heiler. Wenn ihr auf der Mitte der Brücke steht, wird es einfacher, dem enthüllenden Feuer zu entgehen. Verteilt euch, um das Risiko, dass Magma-Spucke mehr als einen Spielcharakter trifft, zu verringern. Hank, bin all das Gleiche. Also auf der Brücke stehen, kann man dem Feuer entgehen und wir sollen uns verteilen, wenn der spuckt. Das ist zu weit entfernt. War soweit? Ja. Ja. Hier sehe ich es richtig, du bist einmal mit reingelaufen. Natürlich. Ich weiß nicht, diesmal. Wir sind schon bei 40 Minuten. Krass. Ja, dann werden es gleich wohl 3 Folgen. Ja, Alter, das hatte ich noch nie. 3 Folgen für die Premiere. Oh Gott. Oh, da ist ein Käfig aufgegangen. Wombi, ja? Wörter, die Sachen, die ich von dir nicht hören will. Ja, wenn ich dir nichts sage, dann ist auch scheiße. So, ich mach die Kleinen mal kaputt. So. Sag mal, hat der Parler irgendwie Dauer-Aggro oder so? Nein. Ich bin der Einzige, der Aggro hat. Okay, gut, weil er die ganze Zeit Schaden kriegt. So. Gibt noch ein Chaosplatz in die Fresse. Und da. So, die Falle kann man öffnen. Würde ich auch machen gerade. Ne, die andere. Die geschlossen ist noch. Gut. Sind nur Welpen. Legt euch, ihr Arschlöcher. Hallo? Das hat auch ein bisschen böse. Ja. Das ist alles berechtigt. Ach ja. Aber es macht Spaß. Kannst du nicht, aber es macht Spaß. Man merkt. Ja, machen wir dann eine kleine Pause. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mal wieder. Genau, bis dahin. Ciao. Tschüss.